Hallo, ja, wie man sieht, gibt es ja doch noch gutes Wetter und auch wieder am Wochenende. Eine Woche nach meiner letzten Tour, aber in dieser Woche hat sich viel geändert. Ja, die Museen sind ab heute geschlossen, die Schulen ab Montag, ja, wie sich das alles ändern kann. Das war doch alles so weit weg mit dem Virus und jetzt ist das direkt vor der Haustür. Aber die Maßnahmen sind schon richtig, finde ich auf jeden Fall. Und so eine Radtour geht ja trotzdem, da hat man ja absolut eigentlich keinen Kontakt zu irgendeinem. Also möchte ich mich hiermit heute so ein bisschen auf andere Gedanken bringen und mit diesem Video vielleicht euch auch. Ja, wo geht's hin? Ich bin hier südlich von Schleswig an dem Südufer der Schlei und möchte so ein bisschen im Land einwärts fahren. Ja, so ein bisschen an Seen vorbei, an die Ostsee und dann wieder hierher zurück. Nicht die riesigste Runde, aber das wird einen auf andere Gedanken bringen. Ich hoffe, dieses schöne Wetter und dieser schöne Gesang, der Frühling ist da, kann man wie es heute noch ein bisschen genießen. Wer weiß, wie es weitergeht, aber ich hoffe, dieses Video wird euch gefallen, also viel Spaß dabei. Befinde ich mich jetzt in Heiterbu, ja, sehr bekannt hier in Schleswig. Eine alte Wikinger-Siedlung und ich stehe hier auf diesen Wallenanlagen, die um diese alte Siedlung gebaut wurde damals. Und da hinten, da stehen die alten Hütten, ja, was heißt alt, die sind nachgebaut. Da wird immer im Sommer gezeigt, wie die Wikinger gelebt haben. Und weiter vorne ist auch ein Museum, sehr interessant, aber natürlich zurzeit geschlossen. Ja, sehr schön hier, das ist das Selker Moor. Da weiter raus, da ist schon gleich die Schlei, wo sie früher immer rausgeschippert sind. Ja, und es ist auch echt sehr interessant, dass, wie riesig das jetzt hier ist. Was die Menschen schon damals geleistet haben im 10. Jahrhundert. Jetzt geht es auch mal wieder bergauf hier. Hier mittendrin in den Hütten der Bergen. Ja, es sind nicht die extremsten Berge, aber es geht doch hoch. Jetzt fahre ich auch gleich bei Aschaffel vorbei oder am Ascheberg. Den habe ich auch schon mal besucht. Ich konnte es ja doch nicht lassen. Ich bin noch mal hier hochgefahren zum Ascheberg. Ja, die Aussicht ist ja auch hier nicht so schlecht. Und ich habe so ein bisschen Hunger. Ist ja auch ein guter Punkt hier,
um eine Pause zu machen. Den Aussichtsturm gibt es hier ja auch, aber da war ich ja schon mal drauf. Aber echt, endlich so schönes Wetter. Aber kühl ist es immer noch, es langt man wieder nicht, um die Jacke auszuziehen. Jetzt ist warm, aber gleich im Wind wieder, boah, leider noch nicht. Aber als nächstes komme ich ja auch wieder an einem schönen Ziel vorbei. Das kann man da hinten zwar sehen, durch die Bäume ganz leicht, aber es ist wieder ein See. Der kommt als nächstes, aber erstmal eine Pause. Jetzt bin ich am See angekommen, das ist der Wittensee. Ja, sehr schön, sieht auch badefreundlich aus, aber eiskalt zurzeit. Ja, als nächstes fahre ich erst ein bisschen am Ostufer entlang und dann über den Berg und dann geht es auch zur Ostsee nach Eckernförde. Schon die Ostsee zu sehen. Es sind noch 5,5 Kilometer bis nach Eckernförde. Ja, immer diese Wurzelschäden hier. Aufpassen. Jetzt die Eckernförder Bucht. Ja, die Leute sind auch heute draußen. Lassen sie nicht unterkriegen. Frische Luft kann man ja trotzdem schnappen. Ja, ich werde aber durch Eckernförde gleich durchflitzen. Und dann geht es weiter Richtung Schleswig wieder. Aber erstmal noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und das habe ich auch wieder mit.
schon wieder das nächste Gewässer. Das ist das Winnebianoa. Direkt bei Eckernförde. Das ist so ein kleiner Meeresarm, der inzwischen völlig von der Ostsee abgeschnitten ist. Ja, auch wieder ein schöner Weg hier zum Fahren. Bin ich wieder an der Schlei hier bei Fleggebü. Ja, das ist die sogenannte große Breite. Das kann man auch sehen, ganz schön breit hier. Ja, schönstes Wetter. Toll, dass es so bleibt. Ein bisschen pustig ist es noch, aber egal, es macht Spaß. Ja, jetzt bin ich noch so ein bisschen ran an die Schlei, wieder hier ans Gewässer oder wieder ein bisschen weg. Denn Richtung Schleswig, das müssen noch so 15 Kilometer sein. Nicht der beste Weg. Dafür ist der Weg aber landschaftlich erste Sahne. Sobald das weggeht vom Wasser, geht es ganz schön bergauf. Passt ja, so ein bisschen auf Spuren der Wikinger war ich ja heute. Hier bin ich jetzt in der letzten Station, bevor ich wieder den Ausgangspunkt erreiche. Hier in Fahrdorf hat man nochmal einen schönen Blick auf die Skyline von Schleswig. Und da drüben kann man schön sehen, die Mühle, die sich sogar dreht. Und der Dom, der noch gerade renoviert wird, immer noch. Und der Wikingturm, der auch schon sanierungsbedürftig ist. Und das Schloss Gottorf ist auch zu erkennen. Echt toll.
mit diesem schönen Blick auf Schleswig beende ich jetzt meine Tour hier. Ja, ein schöner Tag, ein sehr schöner Tag war das. Hat gut abgelenkt von allen. Ja, tolle Highlights mit allen, was dazwischen war. Heiterbu hier gleich vorne oder der Wittensee, Ascheberg, Ostsee, wieder hier an der Schlei. Echt eine tolle Runde. Ja, leider gibt es die nächste hier aufs Botschaft. Ja, Dänemark macht die Grenzen dicht. Ab heute Mittag haben sie es geschlossen. Mindestens ein Monat, also sind alle Touren, die ich da eigentlich machen wollte, erstmal gecancelt. Ja, und auch eine Radreise, so wie übers Wochenende, da muss man ja auch erstmal Abstand von nehmen. Ja, ich hoffe, es wird sich bessern, denn wenn das Video rauskommt, sind da schon wieder einige Wochen vergangen. Ich hoffe, das hat sich gebessert oder wenigstens ein bisschen, dass man wieder Hoffnung haben kann. Eigentlich hat man Hoffnung, man muss immer gute Hoffnung sein. Ja, also dann wird vielleicht demnächst erstmal nicht so viele Videos von mir kommen. Ich werde jetzt erstmal so eine Hausrunden fahren. Vielleicht nochmal hier in Schleswig-Holstein in der Nähe. So eine wie heute. Mal sehen. Sonst muss ich mal auch mal wieder alte Videos rauskramen, die ich habe. Die sind zwar ohne Kommentar, aber dann könnt ihr mal sehen, wo ich auch nochmal früher war. Ja, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Hat so ein bisschen abgelenkt von den ganzen, was da so los ist. Mich hat es auf jeden Fall heute ein bisschen abgelenkt. Zwar nicht ganz, die Gedanken sind ja doch überall und nirgends, aber trotzdem ein schöner Tag. Ja, was als nächstes kommt, werden wir sehen. Ich hoffe. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.